Jetzt. Ich glaube, wir haben das kaputt gemacht. Einmal Astronaut sein, der Traum meiner Kindheit. Heute habe ich eine Chance, das mal umzusetzen mit Matthias Maurer, ESA-Astronaut, und der bringt mir so ein paar Sachen bei, die ich als zukünftiger Raumfahrer so gut gebrauchen könnte. Da strömt jetzt von unten Luft rein, die mich anhebt und mich damit ein bisschen weniger schwer macht. Und dadurch habe ich sozusagen das Gefühl, ich würde auf dem Mond oder auf dem Mars joggen. Man läuft so ein bisschen auf den Zehenspitzen und kann sich auch so abstoßen, hüpft man hier über die Marsoberfläche gerade. Hier sorgt ja ein so aufgepumptes Luftzelt dafür, dass die Gelenke weniger belastet werden. Das bedeutet aber eben auch, es drückt an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen. Ich hüpfe wie ein Känguru über den Mond. Denn wir simulieren hier ja gerade geringere Schwerkraft. Und da kann man eben auch ein bisschen höher hüpfen. Wir starten jetzt mal die Simulation. Mit dem linken Controller fliegen wir nach vorne oder nach hinten, nach rechts oder nach links. Oder nach oben oder nach unten. Und mit dem rechten Controller ändern wir die Orientierung. Jetzt nochmal die entscheidende Frage. Wo sind Gaspedal und Bremse? Hier haben wir den ganz kleinen Hebel auf der Seite. Den nach vorne drücken würde nach vorne beschleunigen. Den Hebel nach hinten ziehen würde nach hinten beschleunigen. Die Station, die sehen wir jetzt hier ganz schön mal auf dem Display. Noch ist die auch angenehm weit weg. Die Station kommt bedrohlich näher. Tatsächlich macht auch schon eine relativ kleine Bewegung viel aus. Und deswegen muss ich mich jetzt auch schnell wieder auf das Steuern konzentrieren. In der Zwischenzeit könnte schon so einiges passiert sein. Wir sind nämlich viel zu schnell. Eigentlich müssten wir gucken, dass wir jetzt langsamer werden, weil wir ja nicht mit Volldampf einparken wollen. Und das Einparken auf dem Supermarktparkplatz kann ich nicht jetzt deswegen, weil mein Auto so eine Einparkhilfe hat. Ja, aber immerhin. Die Station ist noch 50 Meter von uns weg. Genau. Das heißt, noch ist das hier alles nicht verloren. Das Fadenkreuz läuft nach oben weg, das ist nicht gut. Wir sind zu schnell, wir crashen gleich rein. Jetzt! Ich glaube, wir haben das kaputt gemacht. Nächstes Mal nicht kaputt machen. Jetzt stabilisiert das Ganze. Wir sind aber tatsächlich immer noch recht schnell. Ne? Hier vielleicht nochmal einen kleinen Eingang. Dann würde ich gar nichts mehr groß korrigieren. Ich finde, das sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Das ist gut. Das haben wir jetzt getroffen. Ja, tipptopp. Eingeparkt. Ja, wunderbar, genau. Joggen auf Mond und Mars. Check. Habe ich geschafft. Internationale Raumstation kaputt gemacht. Habe ich leider auch geschafft. Aber am Ende ist es mir doch gelungen, die Soyuz einzupacken. Matthias Maurer, wie habe ich mich so gemacht an meinem ersten Tag als Astronaut? Nicht schlecht, nicht schlecht. Hut ab. Die sind total nett hier. Also, ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen im Training. Macht Spaß.